Das ist halt einmal schön. Der 6-Zylinder-Eichermotor, der hat eine Kraft. Da sind jetzt 7500 Stunden um. Der springt gut an. Der zirkt durch. Da, wenn ich ein bisschen vom Gas runtergehe und steigt dann wieder ein, dann zirkt der wieder an. Der hat von unten auf eine Kraft, sagenhaft. Und dann der wartungsfreie, luftgekühlte Motor. Da kannst du nichts verkehrt machen. Da brauchst du nicht nachschauen, ob da Wasser eingefriert oder irgendwas. Der ist einfach super. Und das Schönste an dem Motor ist das, der ist pflegeleicht. Du kannst den waschen, du kommst überall hier. Es sind keine versteckten Schläuche umeinander oder verwinkelte Verbauungen. Da gibt es keine Probleme. Die Motoren mache ich auf, dann wird er mit dem Hochdruckreiniger gewaschen, dann ist er wieder wie neu. Und das Beste an der Maschine ist der lange Radstand. Die heutigen Traktoren, die haben viel PS und wenig Zylinder und sind kurz. Die hoppeln auf der Straße wie ein Osterhase. Das kannst du vergessen. Und der zieht durch. Bei unseren schweren Böden, bergauf, bergab, da gibt es kein Aufhalten.